Ja, wer die Klimaziele von Paris und die Klimawissenschaft ernst nimmt, der weiß, dass uns nur noch ein sehr enges Budget für Treibhausgasemissionen bleibt. Und Herr Caniete, das direkt an Sie, die Klimaziele, die Sie für die EU-Kommission vertreten und die auch im Rat nicht überschritten werden oder nicht getoppt werden, die bedeuten, dass fast alles, was die EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der Ziele von Paris noch freisetzen dürfen, bis 2030 aufgebraucht sein wird. Ihre Zögerlichkeit über die Jahre bedeutet, dass nach 2030 in nur einem Jahrzehnt die Emissionen dann auf Null gebracht werden müssen, wenn wir auch nur eine geringe Chance haben wollen, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und der fehlende Mut und die ganze Zögerlichkeit in der Europäischen Kommission, die führen eben nicht nur dazu, dass wir beim Klimaschutz verlieren, sondern gleichzeitig wird die Europäische Union im internationalen Wettbewerb um kreative Lösungen und zukunftsfähige Technologien abgehängt. Es ist heute schon so, Jo Leinen hat das angesprochen, dass die kreativen Lösungen, dass saubere Autos, Solar- und auch Effizienztechnologien politisch gestützt werden und forciert werden, außerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel in China, und dass dort dann auch die Produktionsstandorte entstehen und dass dort die Arbeit der Zukunft stattfindet. Wir denken, dass das, was Kohle und Stahl in der Gründungsphase der Europäischen Gemeinschaft im Mittelpunkt waren und was da gemacht worden ist, dass das jetzt werden müssen, Effizienztechnologien, Klimatechnologien, und dass da die eigentliche Erneuerung auch des Industriestandortes der Europäischen Union liegt.